zu Ihnen zu kommen, Professor Oliver Lepsius. Sie sind Verfassungsrechtler an der Uni Münster. Das ist ein Vorwurf, den man oft hört, dass die Freiheitsrechte zu stark eingeschränkt werden. Ist das auch Ihre Meinung? Wie weit darf der Staat gehen? Ja, es kommt auf die Maßnahmen an. Das kann man nicht jetzt ganz pauschal sagen, sondern wir müssen gucken, welches Freiheitsrecht wird mit welcher Höhe eingeschränkt. Man kommt dann also zu differenzierten Antworten. Im Hinblick auf den Lockdown März, April würden wir heute sagen müssen, der ist in dieser Form verfassungswidrig gewesen, jedenfalls in weiten Teilen. Warum? Weil unverhältnismäßig gehandelt wurde. Es sind zahlreiche Maßnahmen ergangen, die nicht gerechtfertigt werden können. Man wird den Entscheidungsträgern zugutehalten müssen, dass sie zum Zeitpunkt, dass sie die Maßnahmen trafen, noch nicht über die notwendigen Kenntnisse verfügten. Also da ist eine gewisse Großzügigkeit in der Einschätzung. Diese Großzügigkeit können wir heute aber nicht mehr geben. Wir wissen heute viel mehr. Sie haben es ja eben auch mit dem Kollegen besprochen. Die Erfahrung ist viel größer. Wir kennen eigentlich auch inzwischen die Instrumente, die wir einsetzen können. Da wird nicht viel Neues kommen. Und damit ist die Abwägungssituation heute natürlich eine andere. Ein Satz noch dazu, weil immer gesagt wird, ja, wir stehen vielleicht vor einem neuen Lockdown. Nein. Also es wird keinen neuen Lockdown geben, der wäre in der Form, wie wir ihn erlebt haben, heute rechtswidrig. Mhm. Ja, es kann lokale Lockdowns vielleicht geben, wie es Minister Laumann angesprochen hat. Aber was wir erlebt haben im März und April, das erleben wir nicht mehr. Ich zitiere Sie selber. Wir verwetten unsere Grundrechte für einen nicht prognostizierbaren Erfolg bei der Pandemie. Ist dieser Satz für Sie noch gültig? Ja, das ist jetzt natürlich ein Satz aus der ersten Phase, ist Ende März geschrieben worden. Ich meine, heute stellen sich die Dinge viel differenzierter dar. Wir müssen gucken, was ist das Ziel, das wir erreichen wollen und welche Mittel setzen wir ein, um dieses Ziel zu erreichen. Und das ist schon mal ganz wichtig. Was wollen wir eigentlich erreichen? Was ist das Ziel? Und da haben wir am Anfang natürlich auch gerudert und wussten gar nicht so genau und haben gesagt, ja, Leben retten. Dann wurde das konkretisiert und wir haben gesagt, wir müssen das Gesundheitssystem vor Überlastung schützen. Mhm. Das war dann erst einmal das zentrale Ziel. Und das haben wir ja geschafft. Wir haben genügend medizinische Kapazität, ja, das ist erreicht. Und das ist ja auch etwas, worauf wir jetzt auch alle zu Recht stolz sind. Und jetzt ist dann als nächstes Ziel gekommen. Insofern haben sich die Ziele auch im Laufe der Zeit verändert. Das Ziel, das wir jetzt haben, ist, die Gesundheitsämter vor Überforderung zu schützen, weil wir die Ketten nachverfolgen müssen, um dann zielgerichtet lokal reagieren zu können. Sind Sie eigentlich persönlich eingeschränkt in Ihrem Leben? Ja, selbstverständlich. In welcher Beziehung? Ach, naja, ich will das jetzt nicht alles wiederholen, aber also jetzt beruflich an den Universitäten herrscht ja immer noch sozusagen so ein modifizierter Lockdown, nicht? Ja. Also die Bordelle sind geöffnet, aber die Hörsäle sind weitgehend geschlossen. Da eine Frage nochmal an Professor Lepsius, den Rechtswissenschaftler. Es hat ja oft genug, oder was heißt oft genug, es hat einige Beispiele gegeben, wo die Gerichte die vorderen Anordnungen ausgehebelt haben. Gesagt, nein, so geht es nicht. Wir nehmen das zurück. Es muss zurückgenommen werden, was die Politiker auf kommunaler oder auf Landesebene beschlossen haben. Das hat beispielsweise dazu geführt, dass die Bordelle wieder geöffnet worden sind in Baden-Württemberg. Sie haben es vorhin schon gesagt, Bordelle. Und auch anderen Fitnessstudio-Betreiber hat geklagt und er durfte sein Fitnessstudio aufmachen. Inwieweit beweist das eigentlich, dass das Rechtssystem funktioniert? Wenn die Gerichte dann durchgreifen gegen die Politik, ist es doch ein gutes Zeichen. Also zunächst hat die Kontrolldichte der Gerichte zugenommen, nicht? Also es sind immer mehr Entscheidungen ergangen, die Maßnahmen aufgehoben haben. Und das hat auch mit dem Zuwachs an Wissen zu tun. Wir haben mehr Erfahrung und das führt auch dazu, dass die Gerichte schärfer kontrollieren. Das ist ein gradueller Prozess. Die Rechtslage ist sozusagen auch nicht immer gleich, sondern wir haben heute eine schärfere, freiheitlichere Kontrolle der Maßnahmen als eben noch im März, April. Und das hat eben mit unser aller Zuwachs an Erfahrung zu tun. Das heißt, die Politik hat heute auch viel größere Rechtfertigungshürden zu nehmen. Sie kann sich nicht mehr auf einfache Kausalmodelle beziehen. Da schauen die Gerichte zum Beispiel sehr genau hin. Ja. Der Punkt, den Sie jetzt angesprochen haben, ist natürlich schon prekärer, weil wir die Erfahrung machen mussten, dass Freiheit nur zurückkriegt, wer klagt. Das ist doch die Erfahrung, die wir gewonnen haben. Versammlungen wurden verboten, also haben die Veranstalter von Versammlungen geklagt und sie bekamen Recht. Glücksspiele wurden verboten, also hat der Spielhallenbetreiber, das war eine berühmte Entscheidung des OVG Münster, dagegen geklagt und wurde der Lockdown im Kreis Gütersloh aufgehoben. Mhm. Die Bordellentscheidung, die auch in NRW ergangen ist, in zahlreiche Länder, war es auch so. Das Dilemma ist nun, manche klagen, andere klagen nicht. Ja, Hochschulen klagen nicht. Deswegen sind unsere Hörsäle zu. Kinder, Schulen, Frauen, Familien, die klagen nicht. Mhm. Ja, ich gehe nicht zu Gericht.
Und das ist natürlich, weil Sie sagen, der Rechtsstaat funktioniert. Ja, wenn Gerichte entscheiden, funktioniert der Rechtsstaat. Aber es ist ja doch nicht so, dass wir alle permanent klagen und zu Gericht rennen. Wir wollen doch, dass entschieden wird, ohne dass wir zu Gericht gehen müssen und dass in diesen Entscheidungen die Grundrechte beachtet werden. Ja. Insofern darf ich noch eine Prognose machen. Wir reden ja immer über diesen Schwellenwert von 50 jetzt. Das ist der ganz entscheidende Wert jetzt in der aktuellen politischen Debatte. Das ist ein politischer Kompromiss gewesen aus dem, ich glaube, es war der 6. Mai, eine Schalte des Kanzleramts mit den Regierungschefs. Das ist eine politische kompromisshafte Zahl. Die ist damals sozusagen auch gefunden worden, 50, das brauchen Sie auch nicht irgendwie begründen, ja, 10, 50, 100, das hat so eine Evidenzrationalität. Aber es steht natürlich keine medizinische Rationalität dahinter, es steht keine Rationalität der, der Kapazität. Es ist ja nicht so, dass bei 50 die Kapazität erschöpft wäre der Krankenhäuser oder der Gesundheitsämter. Auch Herr Karagiannidis hat ja gesagt, wir müssten da vielleicht zwischen den 60-jährigen Patienten und den unter 60-jährigen differenzieren, um diesen Parameter abzubilden. Das heißt, die Gerichte würden jetzt sich doch gar nicht zufrieden geben mit einer Maßnahme, die sich nur darauf stützt, dass ein Schwellenwert von 50 übertroffen wird. Aber der Schwellenwert von 50 muss angepasst werden. Aber sind wir nicht immer noch in einem Prozess und ständig wird auch geändert, weil neue Erkenntnisse vorliegen? Ja, aber genau. Das ist eine Frage, die steht natürlich und der Effekt auch. Heißt, der Schwellenwert muss hoch, weil wir heute mit größerer Erfahrung, viel besseren Zahlen, das Risiko, dass eine Infektion für unser Gesundheitssystem und für die Gesundheitsämter ausmacht, natürlich anders quantifizieren. Deswegen ist dieser Wert von 50 hinfällig, der muss dringend angepasst werden. Sie haben sich. Dankeschön, Herr Lepsius.